Zwar können wir diese Box hier noch nicht öffnen, allerdings können wir dennoch weitergehen in, ich würde mal behaupten, Welt 3 hier von Froggern. Und damit herzlich willkommen zurück. Letzte Folge war ein bisschen länger, habe ich nicht drauf aufgepasst. Werde ich dieses Mal definitiv tun. So, was erwartet uns denn heute? Oh, ist ein bisschen gruseliger hier. Und mein Charakter bewegt sich von alleine. Hallo, Spiel. Oh, jetzt geht's. Okay, keine Ahnung, was da gerade los war. Jedenfalls haben wir hier jetzt Spinnen als Gegner, wie ich hier an der Wand sehe. Es kann sein, dass wir die schon mal vorher hatten, aber da ist mir nicht aufgefallen. Okay, da komme ich nicht hoch. Aber hier kann ich mich rüberschießen. Und am besten auch drüber jumpen. Wow, schlechtes Timing von mir. Ich dachte, das hätte ich drauf. Leider noch nicht genau, aber passt. Und warum sollte man hier jetzt eigentlich wieder runter? Was hat das für ein Wert, wenn man einfach hier lang gehen kann? Verstehe ich nicht so ganz. Ich denke, aber ich muss es nicht verstehen. Das ist doch wieder sehr linear. Vergleich. Ah, die alten Zivilisationen und deren komischen Wandfall. Ja, keine Ahnung, wer hier früher gewohnt hat. Aber wer immer hier gewohnt hat, wollte wohl nicht, dass man hier vorbeikommt. Ja. Trotzdem machen wir genau das, was sie versucht haben zu verhindern. Wir kommen an allem vorbei. Bams. Und klauen all deren Schätze. All die Ancient Münzen hier. Oh, oh, oh. Oh, oh no. Okay. Wir versuchen's. Los. Blob. Hopp, hopp. Du, weg mit dir. Ich ja durch irgendwann? Ja? Wow! Schleut mich rüber. Hallo? Funktioniert das? Funktioniert das? Funktioniert das? Manchmal kann man sich. Ja! Hoch. Backen! Ich weiß, das ist nicht so gewollt. Aber es funktioniert so. Also warum nicht? Juhu, du kommst mit. Wow! Schön, den Crystal Scar haben wir schon mal. Den nehme ich jedenfalls mit. Und ich muss da lang. Kann ich mich hochbacken? Kann ich mich hochbacken? Na, ist auch egal. Nicht so wichtig. Also soll man da eigentlich hinkommen. Zack, zack, hoch. Okay. Ich habe es einfach anders gemacht. Aber so wie ich es gemacht habe, finde ich eigentlich cooler. Von da oben noch da hinten springen. Weiß nicht. Fand ich einfach cooler. Bam. Ist das gemein. Was soll ich überhaupt? Und warum springe ich eigentlich an der Stelle? Warum mache ich das? Warum bin ich so doof und mache sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ihr jetzt mir wieder den Weg versperrt und ich somit das nicht mehr erreiche. Doch, oh mein Gott. Okay, so. Könnte ich einfach... Ja, könnte ich. Ich lasse es aber lieber. Ich habe gar nichts. Ja, gar nichts drücken ist die Lösung. Alles klar. Got it. Got it. Hey. Aua. Die dummen Fliegen werden bestimmt in einen Kiste ganz am Anfang ein HP-Up oder sowas bekommen, würde ich vermuten, aber haben wir nicht nötig, so gut wie wir sind, ne? Blam. Schön alle Münzen mitnehmen, da können wir uns neue Hüte mitleisten. Wir wollen noch einen neuen Hut, wir wollen immer fresh aussehen, jede Folge. Aber was können? Wo ist der? Ah. Okay, ich habe ihn trotzdem noch bekommen. Ja, das habe ich mich jetzt gerade nicht getraut, da durchzugehen. Jetzt aber. Und. Du schießt den Weg, Kumpel. Bam. Kann ich da bitte durch? Piu! Wow. Okay, da sollte man eingespringen. Aber ich heile mich ja so oft. Das ist gar nicht schlimm. Da ist das gar nicht schlimm. Und ihr seht auch schon, wie lang die Level langsam werden. Also in der letzten Folge habe ich es auch schon gemerkt, weil die Folge auszusehen viel zu lang war. Aber ja. Es wird immer, immer länger und... Nein, nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie lebe ich überhaupt noch? Wie habe ich das gemacht? Oh, erstmal den Checkpoint aktivieren. Junge! Was war denn da los? Oh. Okay. Ah, verdammt. Okay, ich hab ihn trotzdem noch bekommen. Trotzdem noch gekillt. Aber leider hat er mich erwischt. Mann! Hallo, ey! Was soll das, ey? Wow! Ich hab's gar nicht gesehen! Jetzt fast runtergefallen.
Ja, warte mal, nochmal zurück. Da gibt's auch Münzen auf der Seite. Und unsere Frog hat wieder was zu sagen. Hey, hier sollen wir uns lieber schnell bewegen, Renata. Es ist ja, es ist schon fast so, als würde uns der Boden unter unseren Füßen verschwinden. Ja. Mehr oder weniger ist es so, ja. Das ist das Ziel. Okay. Wenn da das Ziel ist, dann ist hier bestimmt Bonus-Stuff. Welcome to Bonus-Stuff. Nee, da komme ich nicht lang. Hey! Du bist auch da! Geht doch. Okay, ist hier ein Knopf oder so? Ein blauer Schalter? Keine Ahnung. Ja, doch, ist hier. Der ist auf Zeit? Ach, hier ist ein weiterer. Hab ich ihn erwischt? Ich glaube nicht. Ich hoffe einfach mal, dass ich ihn erwischt habe. Ja, doch. Müsste. Solange würde er nicht aushalten, glaube ich. Aber irgendwie gibt es da keine Indikation davon. Und. Ah. Und nun? Ja, ich schätze, ich mache das jetzt wieder. Oh mein Gott. Hier müssten jetzt Münzen sein und sind wieder raus. Yippie. Wow. Ja, wir haben alles. Ich denke, wir haben hier alles. Yippie. Hier die Bestätigung. Yes, 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 yes. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass man diese Diamanten-Dinger da, diese blauen zumindest, diese blauen Dinger da, bekommt, wenn man in einem Level speedrunnt und kein einziges Mal stirbt. Und wir brauchen ja mindestens eins, um hier ranzukommen. Vielleicht mache ich sowas offscreen bei den Leveln, wo wir sowieso schon alles haben, weil da gibt es ja nichts Neues mehr zu zeigen. Höchstens halt mein Speedrun. Der Run. Oh, oh! Die dritte Welt ist eine Eisfeld. Da habe ich jetzt Bock drauf. Schön Winter. Hatten wir ja nur so halbwegs gehabt dieses Jahr. In Real Life. So einen halben Winter hatten wir. Bisschen Schnee ab und zu, aber nichts zu Weihnachten natürlich. Und. Oh, ich hab ihn umgebracht. Wie cool. Ich hab ihn umgebracht. Es gibt so viele Wege. Ich geh jetzt mal hier lang. Yippie! Hä? Okay. Oh. Aufpassen. Aber wo sind wir überhaupt? Wie macht das logisch irgendeinen Sinn, dass wir hier stehen können? Naja. Muss uns nicht interessieren, schätze ich. Ihr müsst leider verschwinden. Es tut mir leid. Ihr habt alle Münzen in euch. Ich muss euch alle umbringen. Auch wenn ich das sehr ungern tue. Und selbst der Dude hier ist aus Schnee. Lol. Yay, Achievement! Weil ich gerade im Camera-Mode war. Oh, da war ein Gegner drin! Was zur Hölle? Weg mit dir. Oh, schade. Ich dachte, das würde klappen. Passt aber leider nicht. Okay, ich weiß nicht genau, was ich vom Level-Design in diesem Spiel halten soll. Auf der einen Seite ist es natürlich ganz interessant, sich umzuschauen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen tedious, immer wieder hin und her, um alles zu sammeln und so. Ich weiß, ihr könnt es mir gerne wissen lassen. Mich wissen lassen, genau. Wie ihr das so findet. Ich finde es in Ordnung, aber ich finde, da geht noch Luft nach oben. Oh, nach oben, dachte ich. Genauso, boah. Das habe ich überhaupt nicht abgetimt, aber es hat glücklicherweise funktioniert. Was ist das da eigentlich für ein Feld? Sieht interessant aus, aber ich traue mich da jetzt nicht hinzugehen. Gucken wir uns erstmal hier um. Hier haben wir einen interessanten Gegner. Hi. Ah, interessant. Ja, genau. Auch interessant. Wirklich. Wir haben diese Käfer da. Normalerweise gehen die nicht auf Schnee. Ich glaube aber, dass sie es bevorzugen, hier mit dem Schnee zu spielen. Also die Dinger, die kennt man. Solche Käfer, die so rückwärts gehen. Gibt es auch im neuen Pokémon-Spiel auch so ähnliches Pokémon. Aber ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Ich weiß den Namen wirklich nicht. Okay, wir haben einen Schneeball. Kann ich ihn hier reinwerfen? Tatsache.
Tatsache, das funktioniert. Oh, das tut mir weh, okay. Oh, das Ding respawnt immer wieder. Warte, ist da hinten ein Gang? Tatsache. Oha, das war richtig gut versteckt. Aber nichts, was ich nicht sehen könnte. Komm ich darüber? Einfach so? Einfach so? Ja. Na gut. Okay, mit dem grünen Schalter nun aktiv kommen wir hier bestimmt irgendwo weiter. Da hinten zum Beispiel, aber wie komme ich denn da hin? Ich versuch's. Nein! Ich versuch's nicht! Nein! Okay, jetzt habe ich abgespeichert, das ist gut. Ja, wie komme ich da hin oder kann ich mich da... Ach, ich kann mich rüberschießen lassen, okay. Ja, manchmal weiß ich die Range von meiner Gun nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Bam, bam. Gelber Schalter. Aber nur für eine kurze Zeit. Okay, go. Bam. Bam. Und das war's. Aber ich habe das Gefühl, dass da eigentlich noch was ist. Habe ich das starke Gefühl. Ah, und nicht vergessen, alle Schneemänner natürlich umzubringen, weil wir haben ja gesehen, die geben schöne Münzen. Okay. Das hat jetzt halbwegs funktioniert. Oh Mann. Oh, hi. Ding, dong, dong. Hey, da war ein Gegner. Nicht cool, Junge. Nicht cool. Aber der Gegner ist cool, weil das hier steht. Ach, egal. Bam. Und. Bam. Oh, wieder ein paar Schneemänner, die ich leider Gottes umbringen muss. Oh Mann, ist das eine traurige Welt. Ganz schön traurig, das Ganze. Ja, nee, das klappt nicht. Was gibt's denn hier so Schönes? Boing. Boing. So, ich kann ja gedrückt halten, um höher zu kommen. Hab ich voll vergessen. Ah, ich verstehe. Hier den A drücken. Dann komme ich hier lang. One. Two. Three. Yippie. Yippie. Okay. Hat geklappt. Wunderbar. Guckt sie euch an. Die sehen aus, als hätten die Socken an. Haben die Socken an? Das sieht auf jeden Fall so aus. Jedenfalls. Wow! Auf einmal ist der böse! Das ist mein Ball! Ja, akzeptiere es! Ich darf mir nehmen, was ich will. Ich glaube, da unten ist nichts. Ich glaube, da sterbe ich nur. Deshalb sieht es gar nicht erst aus. Weil ich einfach davon ausgehe, dass ich da sterben werde. Okay. Ja, das ist ein echt langes Level. Die Level sind ja generell jetzt länger. Und ein weiterer Grund, warum ich keinen Bock habe zu Speedrun und 100% zu machen. Oh! Bam! Ist aber ein bisschen schade, dass die roten Münzen nicht irgendwie besonderer sind, finde ich. Ich finde, man hätte ein bisschen mehr mit denen machen können. Hier ist das Ziel! Ja. Schön und gut, aber ich habe noch nicht alles erkundet. Das weiß ich. Deshalb. Ja, da hinten zum Beispiel noch was. Ich glaube, ich kann hier einfach rüberspringen. Yippie! Ja. Yep. Und hier! Ah, bisschen nach oben springen, dann passt's. Okay, jetzt haben wir alles. Glaube ich. Sollten wir. Ich hoffe es. Probieren wir es mal aus. Oh, oh mein Gott. Ich wollte gerade niesen und einen Winterjog bringen, aber... Ich kann mich noch beherrschen. Okay. Yes. 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 Yippie. Na gut. Hier haben wir eine weitere Schatzkiste, die wir einfach so öffnen können. Für einen Santa-Hut. Wenn wir das nächste Mal wieder einen Shop finden, können wir unseren Hut wechseln. Beziehungsweise, warte mal. Ja gut, da hinten gibt es auch noch einen Shop, aber... Nee, komm, warten wir, bis wir den nächsten finden. Ich glaube, es ist auch schon nach dem Level oder so. Gold Cave! Yeah, Gold Cave. Oh, das sieht schön aus. Eine verschneite, eisige Höhle. Ich find's lustig, wie die Story des Spiels eigentlich heißt, jo, rette deine Eltern. Aber das Einzige, was wir machen, ist Schätze sammeln. So, als wären wir Wario.
Ja, ich meine, muss ja nicht immer Mario sein, das Ganze. Kann ja lieber Wario sein. Ne, Froggy? Ja, aber passt mal bloß auf hier, ne, bei diesen Plattformen. Denn da wirst du ausrutschen, Liebes. Hier, weil ich ausrutschen? Oh! Ja, weil die Dinger kippeln. Die kippeln wie ihr in der Schule. Ich kenne euch doch. Ihr macht das. Ich habe das auch immer gemacht. Also nicht immer, aber ab und zu mal. Es gab auch den einen oder anderen Fall, wo ich dann auch runtergefallen bin. Den einen oder anderen Fall, wortwörtlich. Aber ja. Meistens ist das zum Glück nicht passiert. Wie mache ich das am besten? Ah, nein, nicht so. Ah, muss ich hochglitschen. Nein! Wie hat das aufgehört? Oh, warum hast du aufgehört? Oh, girl. Oh, Mann. Wie habe ich das denn vorhin hinbekommen, dass ich so einen Superjump gemacht habe? Nach drüben. Das war... hallo? Was sollte das jetzt wieder? Ja, toll. Okay, ich denke mal, dass ich mich ja einfach rüberschießen soll. Wow, ey. Ja, aber ein bisschen tiefer. Nein, das war immer noch zu hoch. So, warte. Nein, der blöde Gegner da. Der blöde Gegner. Jetzt. Oh, nein. Ja, doch. Hochtricksen funktioniert immer. Und hier ist nicht nur die Notiz, sondern auch ein Bonus-Level. Okay. Wie komme ich da jetzt noch hoch? Wow! Was zum... Da hab ich ja voll weggeschleudert. Gut, dass er ein Checkpoint war. Junge. Aber es gibt auch wirklich in jedem einzelnen Level eine Notiz, ne? Ist euch auch aufgefallen, oder? Ah, da ist es schon. Okay, nur der erste Sprung war schwierig. Der Rest geht total fit. Hey. Aua! Trotzdem tut er weh, aber easy. Bling, ganz schön heilen. Und jetzt wieder zurück. Ganz schnell. Hab ich das da oben schon gesammelt? Ich habe das Gefühl, die Antwort ist nein, deshalb... Bam? Nee, hatte ich schon, okay. Egal. Wie hab ich jetzt den Jump noch geschafft überhaupt? Na gut. Hey! Da hoch! Warte. Jetzt! Eine blaue Coin. Die ist, glaube ich, noch mehr wert. Ich habe gar nicht geachtet, aber wir haben ja schon mehrmals ein paar blaue Coins gesammelt. Ich gehe mal einfach davon aus, dass sie mehr wert sind. Hey. Blöp. So. Bisschen OP, dass man sich hier komplett heilen kann bei den Checkpoints. Ich meine, Gegner macht es ein bisschen useless dadurch, aber na gut. Beschwer mich mal lieber nicht. Und... Ja, entspannen wir uns ein bisschen, drehen uns ein bisschen im Kreis, setzen uns hin und stell doch drüben. Okay, jetzt muss ich leider warten. Oh, hier oben ist Bonus, aber da ist auch noch Stuff. Ich gehe jetzt mal hier lang. Wenn ich schon mal hier bin, mache ich das hier zuerst. Vor allem ist hier ein Schalter. Eine Schaltele. Yippie. So, lass mich jetzt mal hier dran an die roten Münzen. Und... Mal die nächsten Schneemänner. Plack. Ah, so komme ich hier an den Emerald ran. Ding. An den Smaragd. Hier kann ich hochtricksen. Theoretisch. Weil dahinter ist so ein Bouncy Schwum. Weil die Hitbox sollte mich eigentlich. Ja. Hochcarryen. Ich weiß es aber hier eigentlich nicht lang, aber ich meine. Wenn ich's kann. Also. Was hält mich davon ab? Warte mal. Soll ich da lang? Ach, da soll ich sogar lang. Okay, ich bin da wirklich nur eine Abkürzung gegangen, ne? Ja. Na gut. Boing. Und das gleiche Gedöns wie auch die ganze Zeit schon. Ja, weiß nicht, wird schnell langweilig, finde ich. Aber ist in Ordnung. Solange ich nicht down gehe. Wo muss ich lang? Nein, das Ding ist weg. Nein, das Ding ist gerade weggegangen. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott. Nein. Und ich bin wieder hier? Oh, okay, bis gleich. Oh.
Ah! Oh, Hilfe! Der Lag! Da bin ich gerade komplett aus der Bahn geworfen. Aber ist nicht schlimm. Okay, ich weiß, was ich tun soll. Ich muss es nur austimen und ausbalancen im richtigen Moment. Sprich. Jetzt! Oh mein Gott. Immer 5-mal den Checkbar aktivieren, nur um sicher zu gehen. Das ist ganz wichtig. Ist doch bestimmt irgendwo noch ein Secret Level, oder? Muss doch eigentlich. Schnell. Oh, ey. Oh mein Gott, hab ich Glück gehabt. Mit der Airtime. Okay, hier kann ich in den blauen Schalter ziehen. Machen wir das nochmal. Oh, ich soll drauf stehen bleiben, während. Okay. Verstehe. Ja, die gehen in andere Abstände. Hä? Überhaupt nicht verwirrend oder so. Na komm. Nein, lass mich da hoch. Ja. Ja. Ah, fast. Na komm. Danke. Okay, also hier stehen bleiben. Das Ding anvisieren. Das Ding mitnehmen. Hier rüber. Und wir haben's. Okay, wir sind schon fast durch. Also bei den Gegnern am besten draufspringen. Wenn wir die abschließen, werden sie wütend. Wie wir gesehen haben. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Okay, war nur das Glitzer hier überall. Sieht aber schön aus, oder? Ich finde es ja grafisch immer noch schön. Mehr oder weniger. Eigentlich will ich da auch noch unten, ne? Aber ach, hier ist Secret, glaube ich. Und ein Schalter. Ah, ich muss erstmal den Schalter aktivieren und dann nach oben. Nein, 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 warum? Warum? Oh. Jetzt bin ich erst wieder hier. Na, obwohl, das ist gar nicht mal so weit. Brauche ich gar nicht mal schneiden. Ist ja gerade mal erst hier gewesen. Na gut. Yippie! Tschüss. Dann ziehen und rüber. Ja. So einfach kann es gehen, ne? So einfach kann es gehen. Und hier unten ist schon das Ende. Habe ich gesehen. Also habe ich nicht gesehen, aber ich sehe es oben links an den Münzen anzahlen. Das ist mehr oder weniger eine Progress Bar für uns, würde ich mal behaupten. Dumm, dumm. Und da ist auch schon das Ende. Aber es ist zwar alles gespeichert, was wir sammeln, bis halt auf die Münzen. Deshalb sollten wir die lieber schnell einsammeln. Und wir haben alle. Yippie! Heute läuft es richtig gut, würde ich sagen. Letztes Mal habe ich schon sehr oft gefailt. Heute auch ein bisschen. Aber lange nicht so viel. Würde ich mal behaupten wollen. Yippie! Wow! so ein halber Victories. Okay. Das können wir öffnen! Nein, können wir nicht. Ah, uns fehlen noch ein paar von den roten. Ich weiß nicht, was die roten bedeuten. Aber wir haben nur 3 von 5. Na gut. Dann halt noch nicht. Hier ist die nächste Cave. Kann ich mich nicht umschauen? Da hinten habe ich das Boss-Level gesehen. Ist hier nach der Hutshop? Egal. Gehen wir erstmal hier weiter. In dieses eisige, kalte Level hinein. Ja, okay. Ist einfach gleiche Gegend wie vorher. Das macht es ein bisschen langweiliger. Ich denke, wir wechseln das ein bisschen ab oder so, aber. Na gut. Dann lebe ich damit. Blab. Blab, blab. Und ich beeile mich auch ein bisschen mit dem Gameplay. Ich muss schon hier so richtig in dieses Speedrunner-mäßige reinschwitzen, reinkommen. Und wo soll ich eigentlich lang gehen? Hier ist ein Checkpoint, da hinten war noch ein Weg, aber da komme ich jetzt nicht mehr lang. Also, ehrlich jetzt, da komme ich nicht mehr lang. Und hier sterbe ich instant. Oh, toll. Ist wie Lava. Nur, dass wir ganz freundlich sein. Das ist kein Ding. Sondern nur kaltes Wasser, wo wir einfrieren oder so. Glaubt ihr, die blauen Münzen sind einfach nur eingefroren? Könnte ja sein, oder? Jetzt muss ich da rüber. Nein. Ja. Komm schon. Nein. Ja, nein. Muss mich drehen. Aber auch nicht zu sehr. Ja, jetzt habe ich es. Du, du, du. In die Röhre rein. Also, funktioniert wie eine Mario-Röhre, basically. Okay, sind überall Gegner. Ey! Verdammt! Nein! Hey! Ich bin einfach freaking gestorben gerade. Was zur Hölle? Das lasse ich so aber nicht auf mir sitzen. Hallo?
Siehst du? Easy. Okay. Einfach auf alle drauf springen, glaube ich, ist das Bessere. Nein, auch nicht. Bam. Wow, das spawnen ja neue. Hä, warum spawnen da immer neue? Was zur Hölle? Ich sterbe. Wow. Das erste Mal, dass die Gegner echt stark sind im Moment. Okay, warte, ich brauche einen Gegner. Bam. Muss ich ja alle Schneemänner zerstören oder so? Ist das irgendwie meine Aufgabe, mein Ziel oder so? Kann das sein? Na komm. Warum nicht? Ah. Hä, da geht? Seltsam. Jedenfalls, bitte kill mich nicht. Doch. Ja, eigentlich ist das einfach voll easy. Du kannst einfach durchrennen. Hier Damage boosten. Das war's. Ja. Geiles Bonus-Level jedenfalls. Und jetzt, wie komme ich hier lang? So, aber aufpassen, denn da kommen die Stacheln raus. Aua. Hey, ich bin fast tot. Oh, 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 oh. Runde Vase. So wie dich. Mich kriegst du nicht. Komm schon, mach auf. Egal wo, einfach aufmachen. Ein paar mehr Diaries, die man sich durchlesen kann. Aber ihr wisst ja, mich interessiert Story nicht so wirklich. Sorry. Hey! Dieser Ort ist aber sehr überfüllt mit Stacheln. What? Oh nein, ich muss alles neu machen. Okay, erneut. Dass der mir sagt, ja, hier sind so viele Stacheln. Ja, Kumpel, was du nicht sagst. Also ich meine, das ist doch relativ offensichtlich, dass hier alles voll mit Stacheln sind. Soundmünzen? Nee. Ich glaube aber, ich habe aber, glaube ich, am Anfangsgebiet da hinten, da seht ihr, da habe ich ganz viel verpasst noch. Ich bin einfach weggegangen. Wenn ich Glück habe, ja doch, oder? Ich komme von hier aus wieder nach unten. Ja, wisst ihr was? Mache ich sogar. Weil, wann komme ich hier jemals wieder zurück? Gar nicht. Richtig. Deshalb hole ich das jetzt eben nach. Mache ich das jetzt eben. Und ich sehe schon 500 Münzen. Das wird ein riesiges, eisiges Level. Oh, das war's. Die Münzen habe ich verpasst. Ja, okay, aber es ist ja auch alles so unlinear, ne? Hätte ich ja nicht wissen können. Na gut, wie immer, ich schneide das alles für euch. Ist das sonst zu boring? Boing, boing und boing. Ich habe gesehen, hier unter mir sind noch... Ah, da, genau, da sind noch Münzen. Ja, perfekt. Ah, okay, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Was? Kamera? Okay, ich bin wieder hier. Warum spawn ich mal hier? War da oben nicht ein Checkpoint, den ich bekommen hätte? Habe? Nein, hier gar kein Checkpoint. Okay, scheinbar kann ich den nur so bekommen. Bleib. Egal, ich schieb mich einfach hoch. Passt. Speedrunner-Strats sind am Start. Auf jeden Fall. Und die Viecher hier nerven mich langsam. Echt. Gewaltig. Hey! Zieh mich doch mal mit. Mach ihn kaputt. Okay, komm einfach außen rum. Super. Super. Bip, 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 bip. Bom. Bam. Bim, bom. So, noch ein paar mehr Rupees einsammeln. Das sind zwar keine Rupees, aber ich sag trotzdem Rupees. Und ich sage, schau dir mal. Ab nach drüben. Wow. Wo lang? Ich weiß es nicht. Ich kann hier auf jeden Fall lang, deshalb gehe ich hier lang. Blop, blop, blop. Oh, oh. Oh Gott, ich sehe schon, was ihr gewollt habt. Ich verstehe schon, ja. Warte, was? Okay, das ist alles für ein Emerald. Verstehe, verstehe. Aber haben wir nicht noch ein Level übersehen oder so? Haben wir nicht noch irgendwas übersehen? Okay, da war gar kein Gegner. Zum Glück war da kein Gegner. Weil ich bin so schon low und das hätte mich nur noch weiter runtergetrieben. Oh Gott. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, dass die Münzen manchmal hier in den Plattformen drinne sind. Aber gut. Wir schaffen es ja. Von daher alles gut. Und da kann man nicht lang. Ja, da kann man nicht lang stehen bleiben. Yippie. Da geht's rein. Hey! Ach, man kann sogar sehen, wo da Gegner drin sind. Weil die kurz ihre Augen ändern. Oh nein. Oh, aber unten rechts sehen wir. Ich habe da jetzt ein Emerald, also das heißt, das hat scheinbar gespeichert.
Oh nein. Leute, ich habe ein Problem. Ich bin tot. Ich bin softlocked. Nein, oder? Reset to checkpoint. Richtig? Okay, ich glaube, wenn ich jetzt auf Reset Level gegangen wäre, hätte ich alles neu spielen müssen. Aber zum Glück kann ich Reset to checkpoint drücken. Oh mein Gott. Das habe ich davon, wenn ich mich rumtricksen möchte. Also, so wie jetzt gerade. So, erneuter Versuch. Okay. Der ist normal. Der ist normal. Und bei dem hier, da sieht man es. Der hat so ein Blinken. Der macht seine Augen auf und zu. Ich glaube, dass man die daran erkennt. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Okay. Wir sind fast fertig. Hier ist das letzte Gebiet. Oh, Checkpoint. Finally. Das finde ich auch echt cool im Spiel. Man kann einfach wieder zurückgehen, wenn man möchte. Das finde ich echt cool. Größtenteils kann man alles backtracken. Größtenteils. Nicht alles. Aber das finde ich trotzdem gut. Ist auch vor allem wichtig in den Rennleveln, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Hey! Apropos Rennlevel, wir sollten mal rennen. Vor allem bei diesen Gegnern sollen wir wegrennen. Das wäre keine schlechte Idee. Oh! Aua! Hab ich das mal getroffen? Mann! Verschwindet! Verlogenes Gesindel! Oder so. Okay. Hier irgendwo um die Ecke sollte der Ausgang sein. Ich muss aber aufpassen, weil ich gleich wieder tot bin. Boing, boing. Hey! Hey! Wow! Was soll das? Ich bin kein Beyblade! Ich will auch kein sein. Alter! Alter! Was? Oh. Yippie! Du kommst jetzt mit, Kumpel. Mach mir mal den Weg hier frei. Danke. Hier haben wir noch mal ein paar schöne Vasen. Mit sehr, sehr vielen Münzen. Wie gesagt, die brauchen wir alle. Ich glaube, es ist sehr gut, wenn wir die mitnehmen. Verdammt, ich bin aber fast tot wieder. Und ich muss da leider hoch. Oh mein Gott. Okay. Wir machen das einfach. Ah! Egal, es hat funktioniert, aber... Ah, verschwinde! Oh mein Gott! Ist mir zu viel! Bisschen hoch! Boing! Boing! Hier ist das Ziel? Hä? Wie komme ich denn da noch da oben? Schau mal, hier oben! Hier ist überall noch was! Nee, da kann ich nicht lang. Ja, ich hab doch so viel gesehen. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, verschwinde, Alter. Obwohl, das ist ja gar nicht mal so schlecht, wenn ich jetzt sterben würde. Ja, war klar. Nee, aber schaut mal. Hier oben sind auf jeden Fall noch, ist auf jeden Fall noch ein Weg zumindest. Aber ab wo fängt das denn an? Aua, Mann. Da, da oben, da oben. Wie komme ich da hin? Was zur Hölle? Von hier aus irgendwo? Oh. Kurz warten. Yippie. Warte. Ah. Nee, oder? Warte, vielleicht. Also, das, was ich gerade mache, es funktioniert zumindest teilweise. Ja, 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 ja. Okay, so ist es wahrscheinlich nicht gedacht, aber ich nehme es an. Ich nehme es definitiv an. Und wir haben alles. Wir können abhauen. Schnell, nehmen wir die Abkürzung hier. Yippie, yippie. Oh, in der Luft kurz abtimen. Dann können wir ein bisschen länger in der Luft schweben. Und Verschwindibus, ab hier. Ach, schaut es euch an. Haben wir gut gespielt. Sehr toll. Wunderbar. Wunderbar. Gut, und scheinbar möchte Jake wieder ein Wettrennen mit uns machen. Oh Mann, Mountain Jog. Und danach kommt der Bosskampf schon direkt. Also kein Hütewechsel, schade. Okay, mal schauen, wie lange das hier geht. Aber wir machen super schnelle Fortschritte. Was auch richtig ist. Hey, Froschmädchen. Dieses Mal wirst du den Schatz nicht vor mir bekommen. Das ist ein kalter Gruß von dir. Weißt du was? Es ist kalt hier, ja. Ja, Sledge mag das überhaupt nicht so kalt. Aber du verstehst das doch, oder? Wir sind doch beide nicht so verschieden. Kaltblütige Treasure Hunters.
Hey! Er scheint das Gehirn von einem Lizard zu haben. Einer Eidechse. Nun, ich weiß zumindest, wie man es sich warm machen kann hier. Ja, und zwar indem wir schnell zum Schatz rennen. Oh, come on. Es ist zu kalt dafür. Well, scheinbar ist es nicht zu kalt dafür. Und im ersten Run tue ich erstmal nur sammeln. Den Anfang, am Anfang alles sammeln. Also, ja, doch. Bisschen hier. Ding, 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 ding. Wir müssen das sowieso mehrmals machen. Weil sonst die Zeit überhaupt nicht ausreichend. Ich denke, es ist besser, den ersten Run fehlschlagen zu lassen, damit man hier schon mal genug Münzen einsammelt. Aber solange das Level nicht verlässt, werden die Münzen ja zumindest gespeichert. Die anderen Sachen zwar nicht, glaube ich, solange wir keinen Checkpoint erreichen, aber ich glaube, in diesem Level gibt es keinen Checkpoint, oder? Doch, es gibt Checkpoints wahrscheinlich. Aber vielleicht auch erst, wenn wir hier durch sind. Hier ist jedenfalls noch ein Schatz. Oh nein. Oh nein, bitte. Oder warte. Oh! Ja, okay. Das war riskant. Das war sehr riskant. Kann sein, dass jetzt einfach gleich random drin sterben. Ich weiß ja nicht, wie das geregelt wird mit dem Jake. Aber ich hoffe, er gibt uns genug Zeit, dass wir hier erkunden können. Das hier ist nämlich total am Marsch in 60, dieses Gebiet hier. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich wegen den Dingern, die einen wegschieben oder so. Oh, das ist ein Secret Level. Das wir aber erst, nachdem wir das Rennen gemacht haben, machen können. Okay, machen wir gleich. Machen wir alles gleich. Tippitopp. Ja, falls ihr mehr von solchen random Steam Game Let's Plays sehen möchtet, dann lasst mich auf jeden Fall wissen. Dann mache ich auf jeden Fall ein paar mehr. Ich habe auch schon ein paar geplant diesmal. Haha, diesmal habe ich es geschafft. Yeah. Okay, doch, es war bleibt gespeichert bisher. Okay. Continue. So, jetzt können wir richtig spielen. Und ihm ausweichen, wenn es geht. Und abkürzen. Das ist ganz wichtig. Hier, Abkürzung. Haha. Wir sind schlau. Viel schlauer als dieser Blödian. Der sich so cool fühlt. Doch, scheint gespeichert zu haben, weil ihr seht ja unten links, unten rechts meine ich, da hat der den Emerald zumindest gespeichert, glaube ich, schätze ich, hoffe ich. Wo ist der? Oh, er hat sich treffen lassen von den Spikes. Das ist auf Chance, ob der die Spikes da unten trifft oder nicht. Wir hatten jetzt gerade Glück und der ist drauf gestoßen. Aber es passiert nicht immer. Also darauf kann man nicht bauen. Oh mein Gott. Wo muss ich lang? Ich hab absolut keine Ahnung, wo das Level weitergeht. Wo zur Hölle geht das Level weiter? Muss ich auf ihn warten? Ich weiß es gerade nicht. Muss ich das aktivieren? Oh! Aber jetzt komme ich da nicht mehr ran. Oh nein. Okay. Okay, Moment, Leute. Egal, ich bin jetzt einfach wieder hier. Und ich sammle jetzt einfach hier ein bisschen ein paar Sachen ein, wenn ich schon mal hier bin. Ich warte ein bisschen auf ihn. Vielleicht kann mir das auch irgendwie helfen, indem ich weiß, wo ich dann lang muss. Keine Ahnung. Jedenfalls versuche ich hier nicht zu sterben. Mal gucken, wie gut das klappt. Es gibt halt keinen Checkpoint hier überall. Nirgends. Oh Gott, weg, 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 einfach weg. Nein, nicht den Schalter. Oh, das ist schlecht. Weil jetzt komme ich da nicht mehr ran. Eigentlich ist das ganz schlecht. Nee, ich glaube, ich kill mich nochmal. Ja. Ja, wäre besser. Aber es hat zumindest gespeichert. So, okay. Also, erstmal hier hochspringen. Und alles einsammeln, was hier ist. Damit ich nicht mehr hinkommen muss. Muss. So, ja. Nein, nein! Nein! Ach komm! Okay, jetzt. Jetzt aber wirklich. Oh, ciao, Kumpel. So, das da oben haben wir jetzt gesammelt. Ja. Hier hinten ist auch irgendwo das Level schon vorbei. Also wir sind auch gleich fertig. Keine Sorge, Leute. Wir machen doch gleich den Bosskampf. Das war immer noch eine längere Folge, aber zumindest kürzer als letztes Mal. Letztes Mal habe ich wirklich übertrieben. Und I'm sorry. So, aber ist das auch nicht schlimm?
Dang, du bist gut, Froschgirl. Ja, okay, du weißt ja, was ich sagen würde jetzt. Ja, aber ich hab's doch gar nicht geschafft. Ich bin doch gar nicht am Ziel. Okay, scheinbar jetzt einfach schon aufgegeben, weil ich schon so weit vor ihm bin und fast am Ziel bin. Übrigens, bei den Käfern ganz wichtig, auf deren Rücken springen, nicht auf den Ball. Kriegt man nämlich Schaden. Das ist mir sehr oft jetzt passiert schon. So, noch nicht fertig. Wir haben einen blauen Schalter aktiviert, der uns noch, ach so. Warte mal. Ja doch, nee. Verdammt. Uns fehlt was. Uns fehlt das Bonuslevel. Oh nein, geh ich jetzt danach suchen? Oder lass es? Irgendwo kann ich noch... Oh. 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 Nee, ja, ist einfach nur ein Checkpoint. Ja, eigentlich soll man nämlich jetzt erst alles erkunden. Ich verstehe das schon, ja. Aber ich habe es trotzdem vorher mal gemacht. Ja, aber wo ist denn hier bitte der... das Secret Level? Will ich jetzt danach suchen gehen? Das könnte echt lang dauern noch. Oh, ich bin blind. Ich bin definitiv blind. Oh Mann. Well, gut, dass ich nochmal nach dem Ding hier gesucht habe, weil sonst hätte ich mich geärgert. Da hätte ich mich am Ende definitiv sonst noch geärgert. Und warum müssen hier überall Gegner sein? Na, zumindest sind diese Level sehr, 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 sehr kurz. Das macht definitiv besser. Kurz und knackig. That's how I like it. Okay. Jetzt aber ehrlich, ab ins Ziel. Und ja, ich hoffe, es passt zeitlich. Aber ich gehe jetzt auch noch schnell zum Bosskampf. Auch wenn das noch ein ganzes Level ist. Ich hoffe, es ist nicht zu lang. Okay. Bibi. Weiß, ich habe ein bisschen gebraucht. Kann passieren. Oh, no deaths. Okay, verstehe. Also Time auf schnell machen ist dann für blau. Keine Tote ist rot. Den Obsidian Sky und alles. Ihr seht ja die Farben hier. Muss ich ja nicht jetzt erklären, aber ihr wisst es zumindest jetzt. Und ich weiß es zumindest jetzt auch. Warum ist da rechts ein Checkpoint? Hä? Egal. Ja, leider kein Shop. Ist aber auch nicht schlimm. Windtree scheint der dritte Boss zu sein. Ich bin gespannt, wer es ist und wie der aussehen wird. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht in den Abgrund fallen. Taking notes so I can brag later. Wie willst du denn angeben? Du Angeber. Immer diese Angeber. Menno, Menno, Menno. Unfassbar. Ja doch, das ist ein super kurzes Level. Schau mal, wie viele Münzen wir nur brauchen. Oder wie wenig Münzen, besser gesagt, wir nur brauchen. Blöpp. Wir sind schon gleich da. Ja, da hinten ist schon eventuell das Ziel. So. Ich glaube, so soll man es nicht machen. Aber es ist mir egal. Hey. Drück nicht einfach so random Knöpfe herum, wenn du nicht weißt, was die aktivieren, ja? Es könnte ja irgendwo noch was rumliegen. Ich meine ja nur. Ja, den Tipp hätte ich vorhin gebraucht. Aber besser spät als nie. Oh Mann. Und durch. Knopf. Mach ich jetzt hier lang? Ja, kann ich. Okay, und der Knopf hat da oben alles frei bewegt. Super. Boing. Okay, hier sollte das Ende irgendwo sein. Oh. Oh. Jetzt ist das jetzt zu. What? Auf to jump off. Ja, aber doch, ist doch so, oder? Ja, seht ihr? Da hinten. Da ist jetzt auf einmal frei. Hä? Aber wie soll ich denn sonst da hinkommen? Und das bringt mich auch nicht mehr nach oben. Oh nein. Oder vielleicht. Ja, ja. Ah, ich war schon fast da. Nein. Irgendwie muss ich doch jetzt hier hochkommen. Wenn ich das hier schaffe. Wenn die Vasen nicht mehr im Weg wären. Ah, komm schon. Das ist machbar. An die Wand. Ja. Nein. Ja, nein. Ah. Okay, ich hab's geschafft. Ich weiß nicht, wie man es eigentlich machen soll, aber es ist mir egal. Hui.
So, dieses Bonus-Level halten wir jetzt verpasst. Hätte ich das jetzt nicht gemacht. Wow! Wow! Verstehe, verstehe. Hier darf man nicht springen. Haha, das Ding ist gestorben. Knapp. Ganz, ganz knapp. Aber ich sterbe jetzt zumindest nicht sofort. Wow. Okay, hier muss ich springen. Und los. Und rein da. Okay. Okay, wenn der Boss so ähnlich wird, dann habe ich Bock. Dann bin ich gehypt. Dann kriegen wir das hin. Dann machen wir das. Yeah. Yeah. Yippie. Wow. So, sind die letzten Münzen? Oh ja, und der letzte Emerald. Und doch, ich würde sagen, ich tue schon 100%. Also jedes einzelne Level, alles sammeln. Jetzt habe ich da Bock drauf. Doch, Bock drauf. So rum, genau. Ja. Ich weiß noch nicht, welche Reihenfolge ich das mache, weil ich habe das bisher noch nicht alle Level gemacht, aber... Entspannt, kriegen wir hin. Und, wow. Wow. Hallo? Boss? Bist du da? Halt! Du böser, blöder Mensch! Ah, ein weiterer großer Käfer? Ich nehme an, dass ihr euch hier brutal durchgequält habt. Oder was? Comment that these two brutes have failed in capturing you. Achso. Ich nehme mal an, dass die anderen beiden Bisse euch nicht fangen konnten, jetzt wo ihr vor mir steht. Ha! Dann ist es offensichtlich, dass die sowieso nichts drauf hatten. Wenn sie nicht mal einen kleinen, blöden, schwächlichen, hässlichen Menschen wie dich fangen konnten. Aber dein Glück ist nun vorüber. Oh, was soll das denn heißen? Wow! 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 Hey. Okay, das schadet mir. Das war nicht klug. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Eins, zwei, drei. Aha! Ah! Das ist cool! Bam! Ah, jetzt bist du böse, ne? Das ist ein cooler Bosskampf, der gefällt mir. Der ist definitiv besser als die anderen beiden. Okay, eins. So! 2, 3, 4, 5. Okay. Und jetzt schnell hoch. Und BAMS! Schon der zweite Treffer. Ich weiß nicht, wie viel Leben die hat. Wahrscheinlich so um die 3 Treffer. So Nintendo-like. Wow! Was zum. Von wo kommt das denn? Ah! Was so? Oh oh, wow! Wow, immer im Dreieck, immer im Dreieck, immer im Dreieck. Okay, okay, okay. Jetzt mach deine Attacke, jetzt mach deine Attacke. Ja? Machst du sie? Machst du sie? Kommen wir irgendwo Stacheln gleich? Oh oh, oh oh, oh oh. Geht's jetzt nach oben? Geht's jetzt nach oben? Ja! Schnell! Eins, zwei, drei! Und du bist down! Nicht? Nope. Die scheint mehr als 3 Hits zu tanken. Wow! Ich aber nicht! Ja doch, eigentlich 4 im Moment, ne? Eigentlich ja schon. Ja, jetzt wird es ein bisschen repetitive. Und warum sieht das da hinten so komisch aus? Egal. Jedenfalls, jetzt wird es langsam ein bisschen zu häufig immer das Gleiche. Ich habe mich leider treffen lassen, bei den Stacheln habe ich nicht bemerkt. Ja, bei 3 Treffen hätte es aufhören müssen. Meiner Meinung nach. Okay, jetzt. Oder? Ja? Ja? Ja! Oh, die Stacheln stehen im Weg, aber es ist kaputt! So wie sie es ist. Yippie! Ich sehe nichts! Danke! Oh, toll. Ich durfte es nicht sehen. Ne, ich hab sie verdient zu sehen. Wupp! Trotzdem alles gesammelt. Wunderschön. Snow Digger! Okay. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter. In Welt 4, wo wir dann auch einen neuen Hut bekommen. Mal wieder. Yippie! Oh Gott, das ist eine 40-Minuten-Folge, oder? Dammit!